So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 3. Nachdem das in der letzten Folge schiefgegangen ist und ich hier oben rumgelaufen bin, hat er mich hier angesprochen, ja, was ich hier oben mache, bla, etc. Aber... Schön. Was kann ich für... Einer meiner Leute drückt sich vor der Arbeit. Es ist ein starker Krieger. Doch ruht er sich auf den Auszeichnungen aus, die ihm im Krieg verliehen wurden. Aber solange die Rebellen uns immer noch bedrängen, gibt es keinen Grund nachzulassen. Als ob wir nicht schon genug Morras hätten. Ich bringe den Ork-Krieger an den Burghof zur Arbeit. Die Ehre liegt im Kampf. Dann bin ich ja mal gespannt. Sein Name ist Volek. Er hat sich irgendwo in der Burg versteckt. Ja, kriegen wir schon hin. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Noch so einer. Wer? Nein. Was ist dein Problem? Dein Feiger ist voll. Ich kann das. Wie läuft unsere... Ohne die Söldner würde diese Stadt zusammenbrechen. Sei nicht so vermessen, Morra. Nur unserem Wohlwollen habt ihr es zu verdanken, dass ihr weiterleben dürft. Du scheinst einige Erfahrungen mit Rebellen gemacht zu haben. Allerdings. Sie lauern wartend vor den Toren der Stadt auf eine Gelegenheit, diese Stadt zurückzuerobern. Unzählige Male haben wir ihre Stellungen schon zerschlagen. Doch sie erneuern sie immer wieder. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie ihren Nachschub aus einem großen Rebellenlager namens Okara erhalten. Ich würde dieses Nest zu gerne ausheben, wenn ich wüsste, wo es liegt. Was weißt du über Xardas? Die viel größere Frage ist, warum der Träger der Macht Belias dich interessiert. Ich kenne ihn. Das behaupten viele. Doch nur die wenigsten sahen ihn wirklich. Sag mir einfach, wo ich Xardas finden kann. Wenn du ihn so gut kennst, dann solltest du wissen, wo er sich am liebsten aufhält. Im Verborgenen, fernab von allem Weltlichen, hat er seinen Turm errichtet. Dahin wirst du deinen Fuß ohnehin niemals setzen, Morra. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du stellst so viele Fragen über Dinge, die dich nichts angehen. Selbst wenn mir die Macht dieser Relikte des alten Volkes bekannt wäre, würde ich sie nicht mit einem Söldner teilen. Ja. Ja, dann bewegen wir mal den Krieger Volek. Also... Runter von meinem Turm. Hast du den Turm gepachtet? Eine dicke Lippe kannst du bei den Pfeifen in der Arena riskieren. Ich ziehe dir das Fell über die Ohren, wenn du nicht verschwindest. Hier sind wir unter uns. Zeig mal, was du drauf hast. Na schön, du hast es ja so gewollt. Niemand besiegt mich, Morra. Ah! Da! Ah! So, wie gesagt, also ich habe es ja schon mal in der Folge erwähnt, ich weiß so gut, wie wo ich hingehen muss.
was ich machen muss. Na gut, du hast mich umgehauen. Was heißt das schon? Du wirst schon gesucht. Du sollst in den Burghof kommen. Und was, wenn nicht? Geh runter an den Burghof zu den anderen, sonst mache ich dir Beine. Ich gehe. Aber ab jetzt lässt du mich in Ruhe, klar? So, dann erstatten wir den Typen noch schnell Bericht. Als ob wir nicht schon genug Morras hätten. Vollek wird ab jetzt im Burghof zum Dienst erscheinen. Sieh mal einer an. Vollek ist eine harte Nuss. Nicht schlecht für einen Morra. Ganz und gar nicht. Jemanden wie dich können wir hier gut gebrauchen. Wenn du willst, kannst du bei mir noch etwas trainieren. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Das ist gut, wenn wir bei den Orks trainieren können. Weil die haben ja noch andere Dinger zur Verfügung. Am besten du hältst dich da raus. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, seltenes, kostbares, Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer, wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Wo war der Überfall genau? Wenn du aus dem Westtor von Monterra Richtung Trelis reist, wirst du dort meinen alten Kram liegen sehen. Gesetzt dem Fall, dass die Rebellen nicht schon alles geplündert haben. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung, es zu finden. Die göttlichen Artefakte des alten Volkes, mein blasser Freund. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort und unerreichbar für mich. Für immer. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du meinst, außer dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Wie kamst du an ein göttliches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein blasser Freund. Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensand verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht... Ich war einfach schneller als alle anderen. Wer hat das göttliche Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Die Rebellen haben mich überfallen. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstreuen. Okay. Eigentlich sind wir hier durch, oder?
Also, soweit ich das beurteilen kann, bin ich erstmal hier so weit durch. Und dann geht's in Gotha weiter, Treles. Da, Richtung Treles. Achso, ich wollte ja noch Dings verkaufen. Hab gehört, du bist der neue Arena-Champion in Montera. Gratulation, das ist schon was. Glaubst du wirklich? Zeig mir deine Ware. Na, können wir den das verkaufen? Na ja, solchen unannehmbaren Schrott. Zeig mir deine Ware. Das hat man schon ausgemistet. Dann haben wir noch das hier, das hier, das hier. Das sind auch nochmal 2000. Und den Rest behalten wir auf jeden Fall. Warte mal, was hat denn er da gehabt? Zeig mir deine Ware. Zweihänder, Rubinklinge. Na ja, 25.000. Aber bevor ich mir die hole, speichere ich ab und gehe mal zu den Rebellen. Also bevor ich mir die Orks-Rüstung hole, gucke ich erstmal bei den Rebellen. Ich meine, schlecht ist es auf jeden Fall nicht, weil, ja, ich sag mal so. Wie sieht's aus, Arena Champion? Dominik. Der letzte Scheiß. Ich weiß nicht, ob du das kriegst. Möglich ist alles. Hör bloß auf mit der Scheiße. Und es kommt noch schlimmer. Der letzte Scheiß. Glaubst du wirklich? Als wenn das so einfach wäre. Ich weiß nicht. Du gehörst nicht zufälligerweise zu den Söldnern, oder? Wie bitte? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst hättest du mich doch bestimmt schon getötet, oder? Wer bist du? Ich bin Mason. Ich bin Rebell. Ich habe mit meinen Leuten den Viehhof umzingelt. Wir warten nur noch auf das Zeichen, um loszuschlagen. Umzingelt? Wovon sprichst du? Wir Rebellen sind überall, musst du wissen. Auch wenn du uns nicht immer sehen kannst. Trotzdem beherrschen wir das ganze Tal hier. So, so. Was zum Geier hast du vor? Erstmal knöpfen wir uns das Vieh vor. Wart's nur ab, das wird ein Spaß. Welches Vieh willst du töten? Na, die fetten Kühe auf dem Viehhof. Wenn die Söldner nichts mehr zu beißen haben, werden sie sicher schnell aufgeben. Verstehe. Was ist mit den Schweinen? Ach, die sind nicht so wichtig. Die geben ja keine Milch. Verstehe. Okay, ist da doof. Wer wird euch das Zeichen geben, um loszuschlagen? Wir haben einen Spitzel in Montera eingeschleust. Er wird uns benachrichtigen, wenn der Moment gekommen ist, Montera einzunehmen.
Ich weiß doch gar nicht, ob ich dir vertrauen kann. Aber ich hab da eine Idee. Du hilfst uns bei der Sache mit den Kühen und ich sage dir, wie du Kontakt zu unserem Spitzel aufnimmst. Du hast eine Vollmeise, weißt du das? Wenn du glaubst, dass es eine leichte Sache ist, die Kühe zu töten, dann bist du schiefgewickelt. Die Mistkerle passen auf die Biester auf, wie auf ihren Goldbeutel. Naja, wir werden sehen. Ach, Dominik war der andere. Da, wo die zwei Sklaven gestorben sind. Für den König! Du bist ganz schön mutig. Was meinst du? Mit dem Spruch kommst du nicht weit, bei der von Orks besetzten Gegend hier. Uns Rebellen erkennt man sowieso auf 1000 Meter Entfernung. Du solltest uns mit ein wenig mehr Respekt behandeln, sonst wird es dir wie den Wüstenhändlern ergehen. Von welchen Wüstenhändlern sprichst du? Wenn du die Straße nach Westen folgst, kannst du noch ihren alten Kram liegen sehen. Wir haben sie ausgenommen und in die Flucht geschlagen. Was machst du hier? Ich warte auf eine Nachricht von unserem Mann in Montera. Euer Mann? Wir haben einen Mann bei den Söldnern eingeschmuggelt. Er soll herausfinden, wann der richtige Moment ist, eine Revolution zu starten. Erzähl mir mehr über euren Spitzel bei den Söldnern. Nur weil du mich noch nicht getötet hast, bedeutet das nicht, dass ich dir vertraue. Das wäre zu einfach. Ihr habt die Wüstenhändler ausgeraubt? Und wie wir das haben. Doch bevor du auf dumme Gedanken kommst, wir haben schon alles nach Okara gebracht. Erzähl mir mehr über Okara. Darüber wirst du noch früh genug etwas erfahren, glaub mir. Ich will bei euch mitmachen. Dann beweise es. Seit einigen Tagen lungert so ein dämlicher Söldner bei unserem Treffpunkt herum. Der Kerl stört unsere Kontakte untereinander. Mach, dass er verschwindet. Wo ist euer Treffpunkt? Auf dem Hügel südlich von Montera. Dort steht eine alte Turmruine. Verschwinde, du Wurm! Kleine Pause, hä? Solltest du nicht besser auf Sklaven aufpassen oder sowas? Was interessiert dich das? Lass mich in Ruhe! Geh wieder an die Arbeit oder ich mache Meldung bei deinem Vorgesetzten. Tatsächlich? Da kriege ich ja richtig Angst. Verschwinde einfach, du Spinner! Der Hügel hier ist zu klein für uns beide. Ach ja? Und was willst du jetzt dagegen unternehmen? Wir passen auf. Hey, Papa, du wagst es mich zu
So. Scheiße! Tut das weh! Wir sehen uns! Pass auf dich auf! Echt jetzt so? Hey! Au. Naja, den einen werden sie ja nicht vermissen in der Stadt. So, Rufabzug gab's da jetzt nicht. Ich habe nur Punkte bei den Rebellen gekriegt. Euer Treffpunkt. Du bist gut, Mann. Jetzt ist die Situation nicht mehr ganz so aussichtslos. Was ist jetzt mit eurem Kontaktmann in Montera? Wer es genau ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er uns ein Zeichen schicken wollte, wenn es soweit ist, loszuschlagen. Seitdem warten wir hier wie die Idioten. Verstehe. Okay, wer weiß, was das war. Ich speichere mal lieber. Ich würde die Klinge hier gerne noch hier, den Ork-Schlechter würde ich gerne noch schärfen. Da oben dürfte ja eigentlich gar keiner mehr sein. Und wenn, dann ist es mir auch egal. Dann räuchern wir die wieder aus. Nee, dann räuchere ich die Banditen hier oben wieder aus. Das ist mir sowas von egal, weil... Aber, nee, die sind noch ausgeräuchert. Ja, schade um die zwei Sklaven, aber waren halt leider Kolorateischäden. Ja, oder wie heißt das? Ja, schade eigentlich. Ich war beim Anführer der Orks in Montera. Na also, das wurde ja auch Zeit. Er wartet immer noch auf die Pacht von diesem Bauernhof hier. Du sollst mir das Gold sofort aushändigen, sonst kommt er hier raus und reißt dir den Kopf ab. Okay. Hier hast du es. Nichts für ungut. In Ordnung? Ja. Zeig mir deine Ware. Hat schon mal das dabei. Das braucht man. Das haben wir, glaube ich. Den Rest haben wir den ja so oder so verkauft. Karte der Welt. Da kannst du das noch haben. Das kannst du haben. Die Segen kannst du haben. Schaufeln, das behalte ich alles.
Ja. Oh, danke. Mir fehlen nur noch 500 Goldmünzen, dann haben wir's, gell? Ach, siehst du, was ich jetzt mal ausprobieren wollte. Aber, da werde ich... Sagt, ich muss öfters mal abspeichern, weil, das ist einfach ein Grund... Ja, nicht, dass es wieder hier, einen Debug gibt. Was haben wir denn jetzt so? 9 Waffenbündel, das ist super. 2 Feuerkelche haben wir auf jeden Fall auch. Na, diese nicht mit drinne. Wie der Weizensack. Habe ich 1 zu 4 eingesammelt. Schade eigentlich. Ja, war mein. Klicke mit der linken Maustaste, um den Zauber zu sprechen. Um die Treffsicherheit zu erhöhen, erhalte die linke Maustaste bis sich der Zauber von selbst aktiviert. Okay. Halt! Irgendein Mora bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Ja, das ist halt gut, wenn man halt Vertrauen hat. Grimmiger Kerl, was? Wie bitte? Na, die Torwache da oben am Tor. Die Orks sind halt etwas ruppig. Aber wenn man ihre Sprache spricht, sind sie ganz umgänglich. Wegen der Söldner. Ich hab die Pacht von Dominik. Gut. Du hast dem faulen Hund wohl richtig Angst gemacht, was? Betrachte das Gold als deinen Sold. Das ist es mir wert. Cool. Ach so, ja, die Punkte waren jetzt weg. Also wir müssen 3 mal Punkte hier reinstecken. Also generell wäre eigentlich alles so weit vorbereitet für den Angriff auf Monterra. Aber das Problem ist, wenn ich das jetzt mache, vertrauen mir die Orks nicht mehr. Belia. So, dass ihr das mal sehen könnt. 2, 3. Gewähre mir Ausdauer. 1, 2. Gewähre mir Ausdauer. Wir machen noch einmal. Dann sind die erstmal weg. Und schon sieht's richtig aus. Also alle 2 Stufen. Kann ich leveln. Nächstes Mal jetzt bei Stufe 18. Ja, ich sag mal so, ne, wenn wir das verwenden. 136 haben wir jetzt mittlerweile bei Dings. Das passt schon. Okay, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao. Und dann hoffe ich mal, dass ich die Söldnerrüstung, aber bevor ich die kaufe, werde ich nochmal abspeichern. Definitiv. Und dann ins Rebellenlager mal reisen. Ob die mich angreifen oder nicht angreifen. Okay, Freunde, macht's erstmal gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi.